fließt das Ganze, sag ja, alle mit aktualisieren. Und jetzt haben wir die Höhen auch angepasst. Also so schnell. Ich möchte das Philipp-Gruppe hier rüberziehen. Antwort 1 muss in die Antwort 4. Antwort 4 muss in die Antwort 1. Heute soll es um die Durchstandsbewährung gehen, um die Dübelleisten in Alplan. Ja, als erstes holt man sich von der Homepage www.subgrad.de, also das ist für Faule, eigentlich heißt Subgrade, ne? Und dann kann man einfach den Punkt hier einfügen, dann heißt subgrad.de, aber meine Firma heißt Subgrade, so viel dazu, aber ihr könnt es auch subgrade.de einfügen. Und dann könnt ihr euch die Dübelleisten hier runterladen. Da sind einmal die Betamax-Klicks dabei und die typischen Ankerleisten. Heute soll es um die typischen Ankerleisten gehen. Per Drag and Drop könnt ihr euch das Ganze einfach installieren in Alplan. Das heißt, ihr habt hier eure SNZ-Datei. Die neueste Version ist die 2412 von der Durchstandsbewährung. Einfach per Drag and Drop hier reinziehen. Ich muss jetzt einmal bestätigen, weil ich schon mal installiert habe. Und dann könnt ihr schon damit losarbeiten. Und wo findet ihr das Ganze? In der Bibliothek unter Büro Supports. Da sind die Dübelleisten. Kurze Info noch, bei den Reports ist die Mengenliste auch automatisch installiert, aber ab der Alplan Version 24 ist es so, dass der STD-Ordner keinen Reports-Ordner mehr enthält. Den müsst ihr einmal anlegen, dann wird auch der Report installiert. Das ist eine wichtige Information, sonst habt ihr die Mengenauswertung von Subgrade nicht. Und die ist nämlich wirklich sehr stark. Ja, jetzt haben wir eine Dübelleiste, Doppelklick drauf. Und schon können wir starten. Es wird auch immer die letzte Einstellung übernommen. Also hier habe ich schon vorher dieses Video ein paar Mal aufgenommen und dann habe ich ein paar Sachen schon eingetippt gehabt. Deswegen starten wir nochmal von vorn bei der 00. Ich habe hier ein paar Sachen schon abgespeichert gehabt, die lösche ich wieder. Und das ist sozusagen die Speicherung für die Kurz- und Langtexte, damit Alplan erkennt, in welchem Projekt ich denn die Dübelleiste 1, 2, 3 und sonst irgendwas hinterlegt habe. Nein, nicht in welchen, sondern welche die Dübelleiste 1, 2, 3 in diesem Projekt sind. So, als erstes können wir natürlich die Hersteller auswählen. Ich fange jetzt einfach mit Jordal an und zeige einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel die Dübelleiste auswählen, entweder Durchstandsbewährung, Fertigteil, Klick oder Schubbewährung. Hier ist optisch gar kein Unterschied zwischen Schubbewährung und Durchstandsbewährung. Und FDKL, da ist sozusagen die Einbauweise auch anders. Das Ganze könnt ihr mit einem Mouse-Over hier betrachten. FDKL ist Elementdecken, Betonfertigteile. Und da steht dann nochmal alles ein bisschen detaillierter in diesen Fragezeichen mit dem Mouse-Over. Okay. Ihr könnt also sozusagen alles einstellen, auch die Höhe. Ihr könnt es da auch 50 cm eingeben, zeigst mir. Wenn ich das abspeichere, einmal von der Seite anschaue und escape, dann sehe ich jetzt hier eine Dübelleiste mit 50 cm. Ich aktiviere wieder, dann werden wieder die Folien aktiviert und ich kann sozusagen auswählen zwischen symmetrisch oder asymmetrisch. Wenn ich asymmetrisch habe, dann kann ich jeden Abstand einzeln noch bearbeiten. Wenn ich sage, ich möchte symmetrisch und sage, ja, ich habe 4 Dübelleisten, dann werden die symmetrisch aufgeteilt einfach. Halber Abstand, 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 halber Abstand. Genau, so ist es einfach. Hier ein bisschen detaillierter erklärt, oder ein bisschen erklärt in diesem Piktogramm. Ja, ich kann natürlich die Länge noch ändern, 2 Meter und ja. Hier ist dann der einzelne Abstand pro Anker nochmal deklariert. Aber das soll es jetzt auch noch gar nicht sein, denn es geht nämlich alles noch viel schneller. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jordal-Ausdruck habe, Bemessungsausdruck, da gehe ich jetzt nochmal in meinen Ordner rein. Doppelklick drauf. Jetzt habe ich hier den Bemessungsausdruck. Dann suche ich mir einfach diese Bezeichnung, kopiere sie, hier in die Schnelleingabe Rechtsklick einfügen, Doppelklick und die Dübelleiste wurde erstellt. Jetzt passt man nur noch die Verschiebung in Z an. Das heißt, wir holen uns die Koordinate Oberkante Decke. Ab der Version 12 ist der Absetzpunkt oder der Bezugspunkt an der Oberkante der Dübelleiste und nicht mehr an der Unterkante. Sprich, also wir haben jetzt 5,69, 5,69 minus 0,025 wegen Betondeckung und das Ganze soll jetzt dann passen, wenn ich schließe. Schließen. Hallo. Ist sie drin? Ist sie drin? Ist sie drin? Ah.
Hast die Höhe nicht immer noch? 5,69 minus 0,025. Nochmal jetzt Enter schließen. Jetzt haben wir die richtig gehabt. Wir haben schon neue Verlegtions gehabt. Ja, jetzt haben wir, sehen wir es hier. Und wir sehen jetzt hier die. Hier von hier nach hier sind es 2,5. Also die Leiste wird natürlich ignoriert. Der Dübel ist natürlich das Entscheidende. Ja, da natürlich meine Decke eine ganz andere Höhe hat als die Dübelleiste, die jetzt hier bemessen wurde, möchte ich das alles nochmal zeigen mit Pico-Bemessungsausdruck, weil ich einfach sozusagen diesen Bemessungsausdruck von Joral noch hatte, aber hat aber nichts mit diesem Projekt zu tun, auch der von Pico hat jetzt nichts zu tun, aber den habe ich jetzt einfach nochmal künstlich nachgestellt und dass man einfach zwei unterschiedliche Leisten jetzt braucht für einen Durchstandsbereich und deswegen zeige ich das Ganze. Die Einmalteile füge ich in dem Fall in der Decke ein. Bei Fertigteilprojekten würde ich die Einbauteile auf separaten Teilbildern ablegen. Aber das ist jetzt sozusagen meine Arbeitsweise. Es kommt immer darauf an, wie viele Einbauteile kommen denn in ein Teilbild. Wenn es mehr sind, dann mache ich ein eigenes Teilbild und wenn es weniger sind oder bauabschnittsweise, dann setze ich es gleich direkt an der richtigen Stelle ein. Also da, wo es einbetoniert wird. Jetzt habe ich hier den Pico-Bemessungsausdruck. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was ich gerade vor 2 Minuten ausgegeben habe. Ich habe es noch nicht mal kontrolliert. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, ob es funktioniert. Aber schauen wir mal. Also wir sehen jetzt hier ganz leicht, hier sind 2er-Dübelleiste und eine 3er-Dübelleiste. Also die 2er-Dübelleiste ist sozusagen an der Stütze. Die Stütze, was haben die für Maße? Oh Gott, die habe ich gar nicht ergeben. Das machen wir jetzt einfach nur. Wo kann ich das schauen? Quadratische Stütze 400. Okay. Also 40er Stützen. Die machen wir jetzt auch. 40 cm. Wir haben's. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich bin ja kein Statiker und mit Bemessungen habe ich es ja auch nicht zu tun, aber dafür mit Einbauteilen in Allplan. Genau. So. Ich bemesse die ja nicht, sondern ich werde die einbauen, so wie wahrscheinlich die meisten Konstrukteure von euch auch. Gut, da können wir jetzt einfach in die Mitte reingehen und dann fangen wir einfach mal an und verlegen die erste Dübelleiste. Habe ich irgendwas falsch ausgewählt gehabt und wir machen das so von hier. Rechtsklick, Mittelpunkt und schon haben wir die erste Dübelleiste abgesetzt. Die ist natürlich noch nicht korrekt. Wir machen aber Doppelklick drauf und haben die 5,65,5 noch eingestellt. Jetzt wechseln wir in dem Fall zu Pico, weil es hier unser Bemessungsausdruck hergibt. Und es ist ja auch toll, dass ihr bekommt ja immer auch von externen oder von euren internen Ingenieuren die Bemessung. Die habt ihr immer in der Statik. Ihr müsst also keine DWG oder sonst irgendwelche Dateien abfragen. Das funktioniert einfach immer. Also ihr habt immer die richtigen Datensätze da und müsst nicht dann sagen, oh, bei der Änderung muss ich nochmal anfragen, hey, könntest du mir jetzt diese Dateinummer dazu schicken oder hast du jetzt die falsche abgespeichert? Sondern ich bin in der Bemessung und habe immer den richtigen Code. Den nehme ich jetzt einfach, kopieren, stelle hier auf Pico um, Rechtsklick, einfügen, Doppelklick und die Dübelleiste ist erzeugt mit der richtigen Höhe. Ich schließe das Ganze und habe es auch schon beschriftet. Jetzt gefällt mir das nicht, dass der Langtext da so lang ist. In meinem Fall möchte ich jetzt einen Kurztext hinfügen und der Langtext soll aus dem Report entnommen werden. Dann gehe ich hier auf die Einstellungen, sage Kurztext anzeigen. Ich möchte vielleicht noch Umrandung haben um meine Durchstandsbewertung und bürointern schreiben wir vielleicht Durchstandsbewährung DSB vielleicht. Mach einmal Enter. Übernimm das Ganze. Noch keine Durchstandsbewährung gefunden, deswegen bin ich hier bei 1 und ich kann das Ganze abspeichern. Einmal speichern und schließen. Und wir haben die Durchstandsbewährung 1 erfolgreich abgelegt. Jetzt machen wir dasselbe wieder. Ich kopiere mir das Ganze von hier nach da. Doppelklick drauf. Und ich kann jetzt zum Beispiel diesen Verlegetext, könnt ihr jetzt ein bisschen so verziehen noch. Halt, der Abstand muss ich da sein, mittig, genau. Und hier der Gesamt, machen wir jetzt so. Könnte man zum Beispiel so machen, das ziehen wir noch ein bisschen weiter darüber. Und jetzt gehe ich wieder in meinen Bemessungsausdruck rein, hole mir die zweite Zeile, die 8 wird einfach ignoriert, kopiere mir das Ganze. Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, ja, warum kann ich dann nicht gleich
alle Dübelleisten in dem System eingeben, dann hat sie dasselbe Problem wie in der Bibliothek vor den Python-Parts, die schon abgelegt sind in Altplan. Dann könnt ihr die nicht auswerten, denn jedes Einbauteil braucht eigene Attribute, damit die auch sauber ausgewertet werden können. Punkt. Das ist die schnelle Erklärung, okay? Also, und kopieren und einfügen, glaubt, das muss jeder Altplaner können. Ansonsten zweifle ich fast ein bisschen an dem Job. So böse bin ich halt. Gut, jetzt haben wir drei Dübelleiste generiert über die Schnelleingabe. Wir klicken doppelt hier drauf, speichern das Ganze ab, schließen und nein, nicht mit ändern. Und jetzt haben wir die erste Reihe der Dübelleiste erzeugt. Ja, das kopieren wir natürlich und drehen wir es. Den machen wir jetzt viermal. Mittelpunkt auswählen. Wir geben hier eine 4 ein, dass wir 4 Stück haben. 90 Grad ist korrekt und wunderbar haben wir das. Dasselbe Spielchen kann ich jetzt noch machen. Ich kann jetzt hier in die Ecke noch reingehen. Hätte ich auch gleich mitmachen können, ne? Mit dem Kopieren und Drehen. Dann wollen wir noch einen Schritt schneller gehen. So, und du von hier nach hier. Ja, ich habe nämlich Markierungsfarbe rot. Das kann man natürlich auch abändern in Altplan. Optionen. Anzeige, Markierungsfarbe. Machen wir mal nicht rot, damit wir das auch besser erkennen. Machen wir mal grün. Dann erkennen wir das auch, wenn wir hier eine Dübelleiste markieren. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht, dass das gerade in meinem neuen Altplan passiert ist. Kopieren und drehen. Du und du. Wunderbar, hat es nicht markiert. Ich habe das war auf den falschen Optionen. Wurscht, jetzt haben wir es auf jeden Fall so erstellt. Jetzt seht ihr schon, das wird aber ein bisschen krass im Maßstab 1 zu 50. Dann empfehle ich einfach den Maßstab 1 zu 25 zu machen. Ihr könnt natürlich die Texte vergrößern und anpassen. Aber beim Durchstandsbereich werdet ihr immer ein bisschen Platzprobleme haben mit den Beschriften. Ist so. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte gar keine Beschriftung haben und möchte am Schluss einfach per Beschriftungsbild 8-mal anzeigen lassen. 8-mal D, 8-mal D, fertig aus. Könnt's gehen, außer mal. Ganz klar. Oder ihr könnt einfach den Kurztext ausblenden lassen. Machen wir jetzt in dem Fall auch. Schließen, alle mit aktualisieren. Ja, wir gehen wieder auf den Maßstab 1 zu 50. Dann machen wir das aber auch nochmal. Schließen. Jupp. Genau. Und hier mache ich dasselbe. Maßstab 1 zu 50. Kurztext vielleicht deaktivieren. Also das bleibt euch überlassen. Jetzt mache ich sogar noch eine andere Farbe. Machen wir mal die 118 in dem Fall. Ich schließe das Ganze ab. Sag ja. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel einfach einen Report hier anfügen. Der kommt aber normales in ein anderes Teilbild rein. Deswegen wechselt auch ihr im Schaltplan oder Bewertungsplan, je nachdem, wo ihr das haben möchtet. Gehe ich auf Report. Dann auf mein Altplanverzeichnis Standardordner Subparts Mengenliste 10. Okay. Sag einfach alles. Ich möchte alle Einbauteile jetzt mal einfach auswerten. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier, haben wir die Durchstandsbewertung, die haben wir mit einem Kreis umrundet. Deswegen kommt hier eine Klammer. Wir haben hier die Bezeichnung Durchstandsbewertung, die Typen Pico, Max, Frank, Krauso. Wir haben herstellerübergreifend Stückzahl, laufende Meter, wird auch richtig ausgewertet. Aber jetzt in diesem Fall, wir können auch die Darstellung natürlich anzeigen. In dem Fall wollen wir aber vielleicht nur die Durchstandsbewertung auswerten. Dann können wir hier bei der Filterbezeichnung einfach reingehen. Statt alle gehen wir Durchstandsbewertung ein. Und dann sagen die meisten, ja, wir wollen es aber schwarz-weiß haben. Dann können wir das Ganze auch schwarz-weiß machen. Ich will es aber farbig haben. Und dann können wir nochmal die Darstellung zeigen. Jetzt haben wir hier unsere Einbauteile, die erstellt wurden, sind von Subgrid. Das wird automatisch erkannt. Und genau, dann können wir das Ganze jetzt einfach im Projekt ablegen. Aber Moment, wenn wir jetzt in die Druckvorschau gehen, könnte man das ja als A4-Versand machen. Da haben wir Kopfzeile und Kopfzeile und Fußzeile. Ein bisschen langsamer reden, Peter. Dann haben wir auch einen A4-Export. Den können wir darauf verzichten. Das Logo können wir darauf verzichten, weil wir wollen das Ganze in Altplan abspeichern. So. Ja, eine ganz tolle Höhe, ne? Das müssen wir nochmal ausbessern. Ja, jetzt haben wir den Report und könnten jetzt sozusagen das einfach da anheften und sagen, okay, ihr seht es doch selber, rot ist das, blau ist das, aber dann müsst ihr natürlich sicher sein, dass die Baufirma auch die richtigen das auch in Farbe ausdrückt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier auf diesem Rechner die Legende schon habe. Nee, habe ich nicht. Schade. Ansonsten hätte ich mich eine assoziative Legende auch zeigen können. Die ist aber nicht automatisch bei der Installation dabei, die kann man aber kaufen. Ist
Ja, aber ich zeige jetzt gar nicht. Wer Interesse hat, der wird mich schon anschreiben. Jetzt wollen wir vielleicht die Höhen ausgleichen und noch ein benutzerdefiniertes Einbauteil einbauen. Ja, das schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Löschen. Was möchten Sie löschen? Ja, den Report. Ja, wunderbar. Das kann passieren. Ist das jetzt wirklich so? Ja, der Report war weg. Irgendwie grafisch hat es jetzt falsch angezeigt gehabt. Egal, das ignoriere ich jetzt auch kurz einfach weg. Ich klicke jetzt einfach mal schnell die Typleiste an und tue einfach die Höhe ändern. In dem Fall habe ich 0,175 oder sowas. Also 17, machen wir 17. Schließt das Ganze, sag ja, alles mit aktualisieren und genau dasselbe mache ich jetzt mit dem blauen Punkteinbauteil, Doppelklick drauf. Vorausgesetzt, ihr habt aktualisieren ein im Schnitt, ansonsten müsst ihr ja den Grundriss aktivieren, euer Einbauteil. Und hier mache ich auch die 0,17 aber jetzt. Schließt das Ganze, sag ja, alle mit aktualisieren. Und jetzt haben wir die Höhen auch angepasst, also so schnell kann es gehen. Ja, jetzt haben wir vielleicht in der Bibliothek, na, in Funktionen Einbauteile. Da könnt ihr irgendwelche Einbauteile von eurer Bibliothek rausziehen. Ich nehme jetzt einfach mal irgend so einen Anker, den setze ich da rein. Der ist jetzt benutzerdefiniert und ihr könnt natürlich da auch eure Antwortmöglichkeiten selber aktivieren. Ach komm, bitte, Beda. Jetzt ist er da. Und wir schauen jetzt in die Attribute, ne, wie es bei diesem Anker da ist. Ja, gar nichts hinterlegt, ganz toll. Was haben wir denn? Anker 25. Okay. Und jetzt kann man zum Beispiel nein, schreiben, ein Hersteller. Jetzt schreibe ich halt in dem Fall, ja. Philipp rein. Ich bin jetzt mit niemandem verheiratet. So, jetzt haben wir da Philipp-Gruppe und dann haben wir hier Traglaststufe. Ich weiß nicht, wie die Bezeichnung gerade ist davon. Machen wir jetzt einfach so. Wunderbar. Und ja. Und dann noch einen Kurztext brauchen wir natürlich auch. Das ist der Plantext eigentlich. Der müsste auch mit drauf gespeichert werden. Wenn sie ja benutzerdefiniertes Einbauteil macht in Altbahn, wird das eigentlich automatisch mit abgespeichert. Ich weiß nicht, warum es jetzt hier nicht ist. Wurscht. Ich hole mir das als Attribut Plantext. Füge das da an. Und das ist sozusagen der Kurztext. In dem Fall nenne ich es einfach, Klammer auf, Anc 1, minus 1. Okay. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Report, Supports-Mengenliste, Doppelrechtsklick. Und jetzt gibt es ja einige, die von der Antwortmöglichkeit oder Attribuierung, wie zum Beispiel hier bei diesem Anker, komplett anders vorgehen als Subgrade. Jetzt gibt es da hier ein eigenes Mapping noch, dass ich sage, okay, ich möchte das Philipp-Gruppe hier rüberziehen. Wie kann ich das machen? Ich verlasse die Druckvorschau. Klicke hier einmal auf das Plus und sehe, wie das Ganze programmiert ist. Also hier erscheint Antwort 1, Antwort 2, Antwort 3. Auch hier Antwort 1, Antwort 2 und Antwort 3 gab es nicht. Das heißt, die Antwort 1 müsste jetzt in die Antwort 4. Gehe ich hier rein, Antwort 1 muss in die Antwort 4, Antwort 4 muss in die Antwort 1. Schon steht jetzt hier Philipp-Gruppe und hier steht Traglerstufe 25 oder was auch immer. Ne? Und schon wurde das Ganze gemappt. So einfach kann es gehen. Ihr habt hier die Möglichkeit, jetzt auch das Ganze zu suchen. Aber wir wollen die Durchstandsbewertung suchen. Sagen wir die da hier. Und schon Mark and Zoom. Jetzt ist auch das Grüne aktiv. Super, cool. Und jetzt sehen wir hier, wurde es markiert. Ja, das ist Markierungsfarbe. Genau. Und wir können hier auch zuklappen. Und genau, das brauchen wir natürlich nicht mit ausgeben. Darstellung vielleicht noch kurz zeigen. Hier ist kein Subgrade, deswegen ist es Benutzer definiert. Ansonsten ist es Subgrade. Das war's auch schon. Wir haben die Durchstandsbewertung erstellt. Machen wir unsere Liste und freuen uns über das Ganze. Ah ja, noch eine kurze Empfehlung. Ich habe bei den Definitionen, bei der Büroname und Adresse, habe ich ein PNG genommen mit Transparent. Und da hat es mir einfach das in Schwarz gemacht. Das ist natürlich blöd. Ich habe das Ganze natürlich auch als Schwarz-Weiß abgespeichert, mein Logo. Und wenn ich es jetzt abspeichere, meine Mengenliste, machen wir ohne die 3D-Dinger, dann sehe ich jetzt hier auch das Logo in richtig. Bloß so als Nebeninfo, gell? Gut.
Mapping habe ich nicht abgespeichert gehabt, das vielleicht auch noch ganz kurz zeigen zum Abschluss. Also, ich wollte jetzt ein Mapping machen und ich gehe davon aus, wenn ihr das macht, dann habt ihr immer dieselben Attribute an der richtigen Stelle. Ansonsten hat sie ja sowieso ein ganz anderes Problem. Und ihr wollt jetzt den Report abspeichern, dann geht es hier auf diesen Button, auf diesen Designer. Ihr müsst irgendwas anklicken, damit ihr irgendwie das abspeichern könnt und dann könnt ihr speichern unter. Und dann nennt ihr das halt Büro XYZ. Danke, wie immer, liken, abonnieren und jetzt geht's zu Endcard. Servus. Ciao.